Terence Boyd und Daniel Fran. Da muss ich Daniel Fran sagen. Wir haben den ersten Aufstieg von der dritten in die zweite Liga gemacht. Und ja, der war auch mein erster Sturmpartner sozusagen hier im Verein. Oh, Diego Demme. Da ist dann der nächste Aufstieg, kann man ja sagen. Von die zweite in die erste. Ich nehme Diego diesmal, weil wir sehr viele lustige Momente zusammen hatten bei uns zu Hause, wo ich und Joshua zusammen gewohnt habe. Und da ist mir erst aufgefallen, nach ein halbes Jahr, glaube ich, dass Diego fast jeder Satz in Ironie sagt. Und ich gerade eben Deutsch gelernt habe und das einfach gar nicht durchblickt habe, das erste halbe Jahr. Und deswegen dachte ich, dass Diego mich hasse. Und nach einem halben Jahr habe ich dann rausgefunden, hey, das war gar nicht so. Deswegen, Diego. Ja, Joshua. Ja, da muss ich diesmal Joshua nehmen. Das ist klar, ich glaube, es gibt keine schöneren Momente, als was wir hatten am Anfang der unserer Karriere mit zusammen zu wohnen, und da kriegst du einfach andere Erlebnisse als nur auf dem Fußballplatz, und ja, deswegen nehme ich das mal. Thiago Rochenbach, der war jetzt auch, jetzt war unser erster Techniker, unser erster 10, hab sogar auch mit Joshua zusammen gespielt. Ich nehme wieder Joshua. Pete hat mir den ersten Titel gegeben. Mehr oder weniger. Leider, Joshua, du bist ja aus. Sabi. Viele Jahre zusammen. Der war jetzt auch lange und hat. Wir haben auch viele Erlebnisse zusammen. Also eine Person, die ich sehr schätze, und ist seine Art, wie der ist. Weil das mich auch herausfordert als Person hat. Deswegen nehme ich Sabi. Dominik Kaiser. Wieder zurück im Verein. Sehr guter Kumpel. Sehr viele, glaube ich, wahrscheinlich der im Verein, der die meisten Assists für mich gemacht hat. Und ist jetzt wieder da. Sehr schön. Da muss ich wieder. Domi. Halste. Ja, den werde ich nie nehmen. Egal was. Kannst du direkt wieder weglegen. Davy Selke. Oh, den muss ich nehmen, weil der habe ich gerade zu seiner Hochzeit eingeladen. Und da gehen wir jetzt hoffentlich hin im Sommer, wenn es passt. Und es passt wahrscheinlich. Deswegen, Davy. Stefan Ehlsanger. Ein sehr lustiger Typ, sehr guter Mensch. Wir hatten auch viele, viele Erlebnisse zusammen, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Der hat mich auch einmal mitgezogen in Sachen, die ich wahrscheinlich nie gemacht hätte, wenn ich nicht mit der Ilse und befreundet ist. Und ja, dann muss ich mal Instagram nehmen. Und da ist der Nächste. Ich dachte, der wäre der Nächste, der kommt. Habe ich gestern eine Sprachnachricht von ihm gekriegt. Alleine deswegen. Der kommt jetzt zum Besuch nach Leipzig wahrscheinlich. Hoffentlich. Und werde ihn wiedersehen nach sehr vielen Jahren. Und Fabio Pazzotti ist ja mein großer Papa hier im Verein, wo ich als junger Burg gekommen bin. Eben mit dem werde ich auch nie nehmen. Kannst du auch direkt wieder weglegen. So, das war's.